Mr. Peabody machte seinen Doktortitel mit Hunde cum laude. Er entwickelte neue Techniken für alternative Energie. Und in seiner Freizeit erfand er das Fäusteln, Brettakrobatik, Autotune, den Backside Ollie und Zumba. Aber noch schwieriger als der außergewöhnlichste Hund der Welt zu sein ist... Sherman, ganz gleich vor welchen Herausforderungen du stehst, ganz gleich wie fern ich zu sein scheine... Wir sind Mr. Peabody! Ich bin bei dir. ...ein ganz gewöhnlicher Vater zu sein. Wer kommt denn zum Essen, Mr. Peabody? Die Petersons! Die kann mich nicht ausstehen! Rauft euch zusammen! Kein Wort über den Zeitomat! Er nennt es Zeitomat. Es ist eine Zeitmaschine. Wow. Sherman, Penny, warum seid ihr angezogen wie im alten Griechenland? Ich hab sie im alten Ägypten verloren. Ich war verlobt mit König Tut, dann war der Sprit alle. Im alten Troja. Du hast den Zeitomat benutzt. Ja, sie steht total drauf. Oh je. Ihr habt den Zeitomat unsachgemäß benutzt. Wir müssen die Geschichte neu schreiben, um das Universum zu retten. Das alte Ägypten. Wer ist das, Mr. Peabody? König Tut. Mein fester Freund. Was? Mein Name klingt wie eine Autohupe. Helden Griechenlands. Ja! Jemand hat das für uns hier gelassen. Ein Geschenk. Geil. Sieht ja genauso aus wie unser Gaul. Soll ich es reinbringen? Wäre ja sonst unhöflich. Ich bin Peabody. Ja! Das hat mich echt überrascht. Diesen Februar. Gute Koordination. Danke sehr. Macht der erstaunlichste Hund aller Zeiten. Festhalten! Familienausflüge. Sherman? Alles super. In völlig neue Dimensionen. Wir haben ein Loch ins Raum-Zeit-Kontinuum gerissen. Sieht aus, als käme die Vergangenheit zu uns. Penny, meine Braut. Was? Die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Zurück von der futuristischen Kugel. Nichts da. Sie befehlen mir gar nichts. Ohlala. Grill mich nicht, Bruder. Wo, Penny? Wann? Wo ist Penny? Im alten Ägypten. Du hast den Wayback benutzt? Sie steht total drauf. Los, hinterher!